So Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Mario Kart 8 Online. Und heute kommentiere ich mal nach, ja, vielleicht ist dem einen oder anderen auch so aufgefallen, aber ja, es ist einfach chilliger mit nachkommentieren, weil ihr müsst euch das vorstellen, ich spiele und ja, das ist halt immer so ein Problem, weil mein Fernseher neben dem Laptop steht und da muss ich immer so ein bisschen, ups, schön, ja, professionell ans Mikro gekommen. Da muss ich immer so umdisponieren und dann ist der Ton auch nicht so gut, weil, ja, man kann das mit der Elgato-Software nicht so gut bearbeiten. Und mit Camtasia danach zu bearbeiten, ist richtig dumm. Ja, aber so viel dazu. Ich habe mir heute mal ein Thema rausgesucht und deshalb kommentiere ich nach, weil dieses Thema ist etwas komplizierter. Und es geht um Kochsendung. Jetzt denkt ihr euch erstmal, was? Beziehungsweise es geht um Restaurantsendung. Denn ich habe letztens mal wieder so eine Restaurantsendung gesehen und habe mich da gefragt, what the fuck? Ja, fangen wir doch mal an. Was ist überhaupt so eine Restaurantsendung? Was meinst du, Parsis? Was willst du denn von uns? Unter Restaurantsendung verstehe ich was ganz Einfaches wie jemand Berühmtes, also Frank Rosin, wen gibt es da noch, diese ganzen Köche da halt, kommen in irgendein angeschlagenes und fast vor Pleite, abgrundtief gesunkenes Kackrestaurant und wollen es wieder aufbauen. Am Anfang werden sie vor riesige Probleme gestellt, Familienkrisen kommen auch und ach, es ist so schlimm und am Ende schaffen sie es trotzdem. Also im Endeffekt immer die gleiche Handlung. Aber nicht nur das ist das Nervige. Denn wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, worum es da geht, es geht einfach darum, dass ja die Zuschauer sollen sehen, wie schlecht es dem Restaurant geht und wie viel Meisterköche aus so einem Restaurant dann rausholen können. Nur ist es so, dass dieses Meisterköche-Feeling überhaupt nicht aufkommt. Es ist einfach immer das Gleiche. Die gleichen Personen, die gleichen Leute, die gleichen Charaktere, es ist immer der gleiche Mist. Deshalb ist das so unsehenswert. Denn ich habe mir letztens eine Sendung auf Kabel 1 angeguckt. Ja, Kabel 1, das ist schon fast bitter. Aber es ist wenigstens nicht RTL. Leute, seid froh, seid richtig froh. Und jetzt mal mehr als zwei Spielern. Eben richtig angenervt. Ich verstehe nicht, wieso man da keine Computer reinbaut. Das ist für mich unbegreiflich. Das checke ich einfach nicht. Naja, gut. Da verstehe ich auch nicht, wieso ich runtergefallen bin, aber okay. Ja, es ist einfach so, dass diese Sendungen immer nach dem gleichen Prinzip verlaufen. Der Meisterkoch wird vor ein riesiges Problem gestellt. Die Familie weiß einfach nicht mehr weiter. Wollen Insolvenz anmelden, doch der Meisterkoch sagt, Ruhe, euch geht zwar so mega beschissen, aber mein Image kann euch immer zu was verhelfen. Das ist eigentlich so die Nachricht, die immer vermittelt wird. Und genauso ist es auch. Habe ich mir das angeguckt, es ging darum, hatten irgendwie so eine Art, genau, die hatten ein Restaurant gegenüber von dem Edeka. Auch sehr, sehr intelligent, ne? Gegenüber von dem Edeka, aber gut. Und natürlich dementsprechend viele Parkplätze, aber das bringt ihnen nichts, wenn sie keine Kunden haben. Und die hatten halt überhaupt keine Kunden, weil, ja, die waren hoch verschuldet und auch die Familie und, oh, es waren so viele Probleme. Der Bürgermeister hat sich gegen sie aufgehetzt und was nicht alles. Dann gucke ich mir das so an und so, ja, okay, gut, ne? Aber es ist halt einfach immer das Gleiche. Der Koch erzählt ihnen jedes Mal, wie kacke doch ihre Speisekarte ist und dass schleunigst was dran geändert werden soll. Und dann fügt man 5 Gerichte hinzu und voila, hat man eine neue Speisekarte kreiert. Aha, so einfach geht das. Wusste ich ja gar nicht. Mach jetzt demnächst auch. Naja, toll. Zumal das Ding wie ein Bistro aussah, aber gut, das wollen wir gar nicht bestreiten. Dann kommt der dahin und sagt so, oh, ja, guck ich mir mal eure Einnahmen an, ne, richtig scheiße, ihr seid richtig gedisst, ihr seid richtig gelitten, dumme Kinder. Nein, so hat das natürlich nicht gesagt, aber er so, ja, ihr braucht erstmal einen ordentlichen Koch. Weil der da gekocht hat, war ein Mechaniker und der Mechaniker war gleichzeitig der Besitzer und
Ob Mechaniker jetzt so gut kochen können, das weiß ich jetzt nicht, aber okay, das ist ein anderes Thema. Das Restaurant war irgendwie im hohen Norden oder auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall war es irgendwo, wo irgendwie, ja, dieses Nordische ganz gut passte, meinte jedenfalls der Chefkoch, beziehungsweise der Sternekoch, in dem Fall halt Frank Rosin. Und naja, es war so, nachdem er dann einen Koch gefunden hat, sagte er so, ganz ehrlich, euer Restaurant ist richtig scheiße. Der hat das richtig so rüberkommen lassen, ihr müsst euch eigentlich ganz neu formieren. Da habe ich mir das so angeguckt und ich so, sonst sind das, also ihr müsst das jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber sonst sind das immer so richtig schäbige Restaurants. Und es war halt etwas schöner. Es sah aus wie so ein kleines, nettes, freundliches Bistro, wo man was snacken geht, aber es war halt ein Restaurant. Dann sagt er so, jo, ich habe mal ein Thema für euch, Nordisch Diner. Da dachte ich mir so, was, Nordisch Diner, was will man denn da machen? Finnlandfilet mit Norwegen-Kabeljau oder was? Aber gut. Und dann sagt er, ja, erstmal müsst ihr euch angucken, wie sieht denn so ein Nordisch Diner in den USA aus? Und dann müsst ihr das nachbauen. Und da haben sie sich ganz einfach gemacht, nur so billigen Plakett verlegt, billiges. Auf jeden Fall haben sie nur so ganz billiges Ding da verlegt und auch ganz wenig verändert, aber mussten halt alles umstellen und auf einmal kamen auch 20 Freunde, die ihnen geholfen haben, weil, obwohl sie ja sonst so angeschädigt, ach egal. Das ist unlogisch, aber gut. Und dann haben die das halt umgestellt, wirklich nur ein bisschen. Haben die Tische anders gestellt und so eine Tafel hingestellt, also so, wie bei Starbucks, wo immer die Gerichte und so stehen und hallo und herzlich willkommen und so. Und ansonsten haben die eigentlich echt nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Die haben halt diesen Plakette verlegt, aber so viel anders sah das jetzt nicht aus. Haben so ein paar Leuchttürme hingestellt, paar Möwen. Plötzlich war es das beste Restaurant der Welt. Ja. Und ja, es ist einfach, manchmal denke ich mir, wieso ich mir das überhaupt anschaue, aber ja, so einen gewissen Unterhaltungswert hat sowas immer. Am besten ist dann dieses, oh ja, wenn sie dann ganz plötzlich anfangen darüber nachzudenken, wie es doch in der Familie kriselt. In dem Fall ist der Besitzer irgendwie bewusstlos geworden. Wer sowas schon mal gesehen hat, der wird wissen, wovon ich gleich rede. Denn es ist ja so, es gibt immer, ich glaube, 5 Tage darf dieser Chefkoch bleiben. Und in diesen Tagen muss das ganze Team von dem Restaurant und er müssen halt das Restaurant wieder auf die Beine stellen. So. Und jetzt mal ganz ehrlich, so ein richtig beschädigtes Restaurant, so ein richtig schäbiges und so, kann man nicht in 5 Tagen herrichten, aber egal, mit bisschen zusammenschneiden und so geht da schon alles. So, da sagte der so, ja, dann braucht ihr auch so ein neues Thema, wie gesagt, Nordisch Diner und dann macht ihr euch mal so eine Werbetafel und so. Und ich dachte mir so, what the fuck, das dauert ja eine Woche oder so. Nö, kam am nächsten Tag. Klar, weil der auch so schnell das Design fertig machen kann. Als ob der das nicht vorher gewusst hat, wie das aussehen soll. In einem Tag, das war so ein richtiges, massives Metallplakat. Kann man in einem Tag fertigstellen. Kein Problem. No problem. Das mache ich die Stunde. Wie dem auch sei. Haben sie das gemacht und dann sagt er so, oh ja, ihr geht überhaupt nicht auf die Leute zu. Das ist total dumm. Geht mal auf die Leute zu. Haben wir so Kassler mit, keine Ahnung, mit irgendeinem Kohl oder so gemacht. Fanden die Leute das richtig geil und also das war ja ein Edeka und die haben da eingekauft und haben die denen das danach ja gegeben. Aber wieso fanden die das wohl geil? Ja, weil Frank Rosin daneben stand und sie ins Fernsehen kommen, ne? Nicht, weil es ihnen so geil geschmeckt hat, sondern weil sie erstens was gratis bekommen und weil sie im Fernsehen sind. Nichts anderes. Aber gut. Und dann war am Tag darauf war halt Eröffnung, der Chefkoch musste gehen. Haben die anfangs eine Bewertung gemacht, also vor dieser Renovierung und nach dieser Renovierung. Und urplötzlich waren alle wieder per Du mit den Leuten und urplötzlich hat es auch super gut geschmeckt in dem Restaurant.
Und die hatten vorher 25 von 50 Punkten und jetzt auf einmal 45. Ach kommt Leute, wer mir da sagt, dass da irgendwas mit geskriptet ist, das ist ja wohl... Wer glaubt denn die ganze Story? Es ist doch einfach nur in dieser Zeit, ich bitte dich. Aber eigentlich wollte ich generell meine Meinung mal zu solchen, Real-Life-Restaurant-Geschichten sagen. Und gleich habe ich auch noch ein kleines witziges Detail dazu. Also meine Meinung dazu. Was soll man dazu sagen? Das ist... Ja, ich will die Leute mit was unterhalten, was eigentlich nicht lustig ist. Die Leute sollen halt... Ich kann mir auch vorstellen, dass die... die haben halt so eine Auswahl. Ihr Restaurant ist, sagen wir, wirklich am Arsch, wenn wir das mal so sagen. Und dann überlegen die sich halt, wo ist es am günstigsten? Holen wir Rach? Holen wir Rosinen? Wen holen wir? Und dann holen die sich einen und keine Ahnung, geben den 1000 Euro und sagt der, komm, mach mal was für uns. Weil der hat dann auch irgendwie den Mitarbeiter kostenlos gegeben und ach, was weiß ich. Weißt du, der hat da seine ganze Zeit verplempert. Was soll der denn? Wie viel Geld muss der denn da bekommen? Von Kabel 1 und von den Leuten, aber er ist einfach... Ja, diese Storys sind manchmal echt, wo ich mir so denke, oh Gott, dann geht's schon fast in dieses... Wie du zu Abend dran, hilft uns. Ich komme mir vor, wie in einem Krisengebiet. Als ob die Leute krampfhaft Geld brauchen. Weißt du, wen interessiert es dann, ob ein Restaurant am Arsch der Welt pleite ist? Meine Fresse, ist doch egal. Macht doch was anderes. Ihr müsst ja euer Restaurant nicht aufgeben, aber ihr könnt ja einen anderen Crap da machen. Und nein, immer das Gleiche. Wo wir bei immer das Gleiche sind. Ja, geile Überleitung. Master of Überleitung ist. Immer die gleichen Leute. Ich zähle auf. Einmal die Tochter, die nur mitarbeitet, weil sie nicht will, dass ihr Vater oder ihre Mutter ins Koma fällt. Der Vater, meist auch Ladenbesitzer. Alt, hat den Mut, alles weiterzumachen. Und ist körperlich total angeschlagen und auch mit den Nerven super am Ende. Die Mutter. Immer eine Brille, immer faltig, immer dunkelhaarig. Immer am Weinen. Der Sohn, falls es einen gibt. Der Sohn ist meist der sozialste, wenn man davon überhaupt sprechen kann, der sozialste von den Typen. Und er sagt immer so, ja, okay, komm, gebt noch mal eure letzten Reserven. Er ist weder Weichei noch alt, noch blöd, noch Heulsuse. Er ist der einzig Coole. Außerdem ist das Einzige, worum es dabei geht, Publicity. Wie viele Leute kommen wohl, wenn das im Fernsehen läuft, frei empfangbar und, keine Ahnung, Millionen Leute zugucken? Auch wenn das sehr unlogisch ist, aber es könnte sein, denn jetzt kommt der Kracher. Hört genau zu. Ich habe danach gegoogelt, nach diesem Namen. Das Restaurant hieß Nordisch Steiner und der Slogan war, flieg doch mal rein. So, es war eine Möwe abgebildet. Ich guck mir das an, sehe so eine Bewertung, ja, ganz geil. Und dann sehe ich irgendwie, ja, jetzt irgendwie der neue Besitzer. Und dann, hä, was? Guck. Nach, ja, sehe Romeo e Giulia, oder wie das ausgesprochen wird, und sehe, dass das Restaurant vor einem Jahr, schon pleite gegangen ist. Haben die neues Konzept und gehen trotzdem pleite. Was ist das denn? Das ist ja wohl lächerlich hier. Naja, gut, sie geht trotzdem pleite, ich fasse es nicht. Ja, naja. Und da hat er ja jetzt ein neues Restaurant aufgemacht. Also, vor allem war die Sendung von vor 3 Jahren. Was ist das denn? Wieso strahlt man eine Sendung aus, um Publicity zu erregen, die schon längst alt ist und wo das Restaurant, worum es geht, geschlossen hat? Das ist kontraproduktiv. Und hier versuche ich jetzt richtig Geiles. Hört euch das mal an. Naja, gut.
Wir sind schon am Ende. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Thementalk gefallen. Wenn ja, drückt den Däumchen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Immer schön viel lernen. Tschüssi.